die das Sofa. Hier ist das Zimmer. Dort wohnt der Chef. Phönik. Igen, Pontoschmont. Ist das genau? Phönik. Ein schönes Andenken wird das. Das waren damals meine ersten ungarischen Sprachkenntnisse. Hier ein Bild des Vandalismus. Dieses schöne, ein Schiff darstellen, ist ein Ruderboot darstellen. Das Gebilde wurde von Andenkenjägern geplündert. Nun ja, Menschen, sind schon komische Konstruktionen. Und wie ich eben erfahren habe, bestehen diese ganzen Säulen aus Solnay-Keramik, sowohl in der berühmten grünen Farbe, als auch in dieser anderen Art. Und hier nochmal die Donau als ganzer Stamm. I guess too. Donau. Und jetzt kommen wir zur Burg in Siklos. Dieses Mauerwerk machte auch damals schon einen imposanten Eindruck auf mich. Ja, und es liegt auch wunderbar in dieser Ansicht im Gelände. Törek Vilak, die Türkenbelagerung von 1543. Ja, 143 Jahre osmanische Herrschaft und der Kampf auf der Burg, wie man ja hier nachlesen kann. Und die Art der Rückeroberung zeigt uns wieder, wie man mit Unterworfenen umgeht. Einmal die Burg in Siklos, von einer anderen Sicht begonnen. Bis zu der Sicht, die auf vielen Postkarten ist. Studio, Gondolom. Hier ein Hinweis auf 300-jährige Freiheit von Ungarn 1685-1985. Ja, die Ungarn kämpften schon immer um ihre Freiheit. War es mal gegen die Habsburger, war es mal gegen die Türken, war es auf der falschen Seite im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ungarn hat viel Federn gelassen. Diese Radarüberwachungsanlage stand also 1998 und zeugt wieder davon, wie unruhig die Zeiten in Europa waren. Schon beeindruckend diese trotzigen Wehranlagen, die dort zu sehen sind. Aber dienten sie nur der Verteidigung gegen ausländische Mächte oder hatten sie auch etwas damit zu tun, dass die Macht der herrschenden Fürsten in Anführungszeichen Frieden oder Zeiten auch geschützt werden musste? Nun ja. In dieser Hof- und Umansicht sieht man mal wieder eine Reisegruppe, auf die ich bei meiner Einzelexkursion stieß. Aber manchmal kann man bei diesen Gruppen mithören, doch einiges mitbekommen. Nun bewegen wir uns langsam aber sicher einem weiteren Instrument der Machtherrschaft zu, einer Folterkammer. Opa. Wie es jetzt aussieht, bin ich in der Folterkammer gelandet. Na da. Hier kann man also ziemlich genau sehen, welche Machtinstrumente gebraucht werden, um die Herrschaft zu erhalten.
Wehe dem, der sich gegen das System auflehnt. Ihm wird gezeigt, wenn man ihn in Block und Ketten legt oder an den Pranger stellt oder ihn auch richtig schön quält, wie man die Obrigkeit doch achten muss. Und hier sind dann die ganzen Verliese. Ja, nach so viel Qual und Elend tut ein wenig Grün und Sonne gut. Und schön ist auch, dass die Cyclospork noch andere Dinge hat. Oder ins Museum. Ja, man kann also ins Museum gehen und Stücke der alten Mauern betrachten, die eingearbeitet wurden. Oder auch, man kann sich die Keramikausstellung anschauen, die dort ausgestellt wird. Zuerst aber weiterhin Bestandteile der alten Burg, was also bei Restauration und Ausgrabungen gefunden wurde, wie zum Beispiel hier Steinkugeln. Man schoss also aus den Kanonen mit Steinkugeln und auch einige Inschriften sind hier zu bewundern. Oder man schaut sich eben eine Keramikausstellung an von Schander Istvan. Auch sehenswert die schöne Kapelle der Burg. Mit einigen Fresken, die leider verblassen. Thank you.
schönen Altar und den Hoheitszeichen. Wo ich mich hier doch in die Trophäenausstellung, die hier oben stattfindet, begebe. Diese Aufnahmen sind natürlich von Nadja Schanz. Man sieht hier einige Neubauten. Ein Blick auf den Marmorsteinbruch. Und man sieht, dass alles dieses von Weinbergen umgeben ist mit wunderhübschen kleinen Presshäuschen. Ja, dieser Verteidigungsturm auf der äußeren Wehrmauer ist natürlich sehr interessant. Er war sozusagen die erste Auffangseinheit gegen Angriffe vor der Burg. Ja, und hier nochmal ein Blick auf die umgebende Landwirtschaft. Schön in den Bergen gelegen. Und nun kann man sehen, dass man dort auch prima jagen konnte. Ja, wie gesagt, ein bisschen was Froschmäßiges, Schweinmäßiges. Hier anscheinend ein Preisträger. 50 Preisböcke. Hier kommt die Abnormitätensammlung. Ja, Abnormitäten, dafür ist ja der Mensch sehr empfänglich. Ob das nun beim Wild ist oder bei sonstigen Dingen wie abnormal schnelle Autos oder abnormal schöne Wohnungen. Und die fettesten Hauer. Ja, und nun kommen wir zu einigen Ölbildern. Hier einmal die Hinrichtung des Käpt'n von Tänkischberg nach der Eroberung durch die Türken. Einige Ölbilder über diverse Yachtszenen. Jagd im Öl ist ja eine tolle Sache. Und hier nochmal Wanasch-Koop, Jagd-Koop, die diese Sache bearbeitet. Nun ist schon der Abschluss zu erkennen. Hier nochmal einige Bilder vom Steinbruch, die ich etwas künstlerisch bearbeitet habe. Und wem das gefällt, der kann es sich ja mal selbst ansehen, wenn er in Ungarn Urlaub macht, in Harkan im Bad, nach Siklos und in den Marmorsteinbruch fährt. Tschüss.